Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat April alles gelesen habe. Ganz kurz zur Erinnerung, auch im April gab es die Ligretto Challenge. Das heißt, wir haben Bücher quasi wie bei Ligretto aufeinander gestapelt, je nach Farbe, von 1 bis 10. Und ja, die Auswertung steht noch aus, denn wir haben immer noch ein paar Tage im neuen Monat, um Sachen einzutragen. Dementsprechend kann ich euch jetzt leider das Ergebnis noch gar nicht nennen. Aber es war auf jeden Fall bisher sehr spannend und auch eigentlich jedes Buch hat für irgendeine Farbe und irgendeine Zahl dann herhalten können. In meinen Lesemonat April bin ich gestartet mit Nullzeit von Juli C. Das ist aus dem Schöffling & Co. E-Book Verlag mit 256 Seiten aus dem Jahr 2012. Und ich habe es bei Ligretto für Blau 6 eingesetzt und es war ein 12/2024 Buch. Ein sehr intensives und besonders geschriebenes Buch über eine fatale Affäre einer Frau, die nicht aus einer toxischen Beziehung loskommt. Oder was entspricht der Wahrheit? Alle Kapitel sind aus der Perspektive von Sven, einem Tauchlehrer, geschrieben, schließen aber jedes Mal mit einem Tagebucheintrag von Yola, der Schauspielerin, die sich auf Lanzarote mit dem Tauchkurs eigentlich nur auf eine neue Rolle vorbereiten wollte, ab. Und die Erzählungen weichen stark voneinander ab, also wem kann man als Leser da jetzt trauen? Ich habe mir den ein oder anderen Satz markiert, was ich sonst nie mache, weil ich die Sprache einfach so gut fand. Beispiel: So ist es immer. Man fährt meilenweit weg, um weniger bequem zu schlafen und sich besser zu verstehen. Oder? Nicht, dass mich ihre Anwesenheit normalerweise gequält hätte, aber ihre Abwesenheit eröffnete Räume. Ich dehnte mich aus. Juli C. schafft hier eine richtig beklemmende Atmosphäre, insbesondere wenn man Yola durch Svens Augen sieht und dann beschrieben bekommt, wie ihr Mann Theo mit ihr umgeht, was er zu ihr sagt, was er sich rausnimmt und welche komischen und unangenehme Dynamik sich so zwischen den beiden über die Jahre ausgebildet hat. So wirft Theo Yola absichtlich Richtung Seeigel, spricht lautstark ihre Orangenhaut an, während sie entspannt die Schönheit der Natur um sie herum bewundert, betrinkt sich regelmäßig, lebt auf ihre Kosten und schlägt sie laut Yola auch. Trotzdem kommt sie einfach nicht von ihm los, was in einer Katastrophe endet. Sven wiederum ist Auswanderer, ehemaliger Jurastudent, sehr korrekt und möchte eigentlich keine Urteile fällen, bis er hereingerissen wird in die toxischen Spielchen des Ehepaars. Zum Schluss weiß man als Leser gar nicht mehr, welche Version der Ereignisse noch stimmt und welche nicht. Wer ist schuldig, wer ist unschuldig und zu welchem Grad? Es war beeindruckend, verwirrend und super atmosphärisch. Es wird nicht das letzte Buch von Juli C. für mich gewesen sein, auch wenn das Lesen ihrer Bücher emotional fast schon wehtut. Von mir hierfür 4 Sterne. Mein erstes Hörbuch diesen Monat war Lupus Noctis von Melissa C. Hill und Anja Stapor. Ist im Dressler Verlag erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 416 Seiten aus 2022. Hab's aber schon gesagt, ich habe es von Oettinger Audio via Libby gehört mit 11 Stunden 53 Minuten Laufzeit, ebenfalls aus dem Jahr 2022. Und ich habe es eingesetzt für Grün 4. Gelesen wurde es von Julian Heurosek. 244 Ergebnisse auf Audible. Der hat eine sanfte jugendliche Stimme und hat es sehr gut gelesen, hat gut dazu gepasst auch zur Story. Hier geht es nämlich um 6 Jugendliche, die eine Variante von Werwölfe von Düsterwald spielen, in einem Lost Place Bunker bzw. Krankenhaus. Doch sind sie wirklich alleine da? Aus dem Spiel wird tödlicher Ernst, als der Schlüssel verschwindet und niemand weiß, wo sie sind. Was mir sehr gut gefallen hat, waren die wechselnden Perspektiven und dass man die einzelnen Charaktere gut voneinander unterscheiden konnte, weil sie so gut ausgeformt waren. Durch den Perspektivwechsel entdecken wir nach und nach die Sorgen, Probleme und Geheimnisse der einzelnen Teilnehmenden des Live-Rollenspiels. Der eine fühlt sich gestalkt und hat Angst vor der Dunkelheit, der nächste sticht nur beim Organisieren des Spiels heraus und geht sonst in seiner großen Familie quasi unter. Die nächste ist flippig, chaotisch, lebenshungrig und bedauert die Trennung von einem aus der Freundesgruppe. Wiederum eine andere spielt das erste Mal mit, trauert um ihren verstorbenen Vater und ist eigentlich die Nachhilfeschülerin vom Organisator. Einer wurde abgehängt und musste nachsitzen, wodurch er sich von der Freundesgruppe entfernt hat. Und eine hat etwas Furchtbares getan, mit dem sie nun erpresst wird. Es war echt gut zu hören, aber ich habe sehr früh durchschaut, wer hinter den bedrohlichen Vorkommnissen steckt. Daher hätte es mir vor 20 Jahren wohl besser gefallen. Ich habe hier noch Tristan Mortalis vom selben Autoren-Duo, was sich vom Klappentext her relativ ähnlich anhört. Freundesgruppe mit Geheimnissen trifft auf lebensbedrohliche Umstände. Und am 10.10. erscheint übrigens ein drittes Kooperationsbuch, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das hat auch nochmal eine ja recht ähnliche Struktur. Von mir für Lupus Noctis 4 Sterne. Ein weiteres Buch, was ich über Hörbuch hören quasi vom Sub befreit habe, ist Everlove bis übers Ende dieser Welt hinaus von Tanja Byrne. Ist eigentlich im S. Fischer Sauerländer Verlag erschienen und ich glaube, ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, wo ich die jetzt konkret her habe. Mit 511 Seiten aus dem Jahr 2022. Ich habe es von Argon Romance via Libby gehört mit einer Laufzeit von 9 Stunden 55 Minuten und auch aus dem Jahr 2022. Gelesen von Hannah Scheppmann. Die hat 66 Ergebnisse auf Audible und sie hat die indischen Namen
die hier vorkommen, super gut ausgesprochen und auch insgesamt gut gelesen. Und ich habe das für Rot 5 eingesetzt. Das ist eine traurig-schöne Geschichte über die erste große Liebe und Menschen, die viel zu früh aus dem Leben gerissen werden. Ashana verknallt sich Hals über Kopf in Poppy, die sie auf einem Schulausflug trifft. Und auf einmal ist alles so, wie es sein sollte. Die beiden verbringen so viel Zeit miteinander wie möglich und auch Ashs Eltern bemühen sich nach ihrem Coming-out, sich an die neue Situation zu gewöhnen und in der durchaus konservativen indischen Gemeinschaft in Brighton hinter ihrer Tochter zu stehen. Alles ist richtig schön und an Silvester gestehen sich die beiden ihre Liebe. Tragisch, kurz darauf wird Ash vor einem Kiosk von einem Wagen erfasst und stirbt. Und danach hätte ich mir eine gefühlvolle, meinetwegen auch auf die Tränendrüse drückende Erzählung erhofft, wie Ashs Familie und Poppy mit ihrem Verlust umgehen. Stattdessen wird Ash zu so einer Art Sensenfrau und versucht nicht einmal Kontakt zu ihren Liebsten aufzunehmen. Das Ganze kriegt also einen übernatürlichen Touch und erinnerte mich ehrlich gesagt auch total an die Serie Dead Like Me. Zum Beispiel erkennen Familienmitglieder die Sensenmenschen nicht mehr, weil sie für Sterbliche automatisch anders aussehen. Es gab zum Schluss noch einen Twist, aber emotional wird es für mich leider trotzdem nicht mehr. Die Emotionalität kam dann eher nochmal in der Danksagung zurück, in der Tanya Byrne schildert, wie der Krebstod ihrer Mutter sie mit Mitte 30 völlig aus der Bahn warf und dafür sorgte, dass sie 5 Jahre lang nichts mehr schreiben konnte. Mittlerweile geht es ihr besser, aber sie hat mit diesem Buch wohl alles verarbeitet. Ich hätte mir aber gewünscht, dass ich diese Emotionalität in Ashs Geschichte erlebe. Von mir deswegen hierfür 3 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Love Game von Lynn Painter. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag. Im Januar 2024 frisch erschienen mit 8 Stunden 2 Minuten Laufzeit. Ich habe es bei Ligretto auf Blau 2 gelegt und gelesen wurde es von Chantal Busse und Jesse Grimm. Die haben 76 bzw. 54 Ergebnisse auf Audible. Sie hatte eine angenehm tiefe Stimme, er hat auch gut gelesen. Und die Kapitel wurden immer abwechselnd gelesen, aber manchmal kamen auch beide zu Wort, wenn zum Beispiel SMS vorgelesen wurden. Und es war eine richtig schöne Friends-to-Lovers-Geschichte. Hallie und Jack lernen sich kennen, als seine Freundin ihm den Heiratsantrag durch Eifersucht auf die Barkeeperin Hallie vermiest. Die Beziehung geht in die Brüche. Jack ist fasziniert von Hallie, die bei ihm kein Blatt vor den Mund nimmt. Später landen sie miteinander im Bett und fangen an zu texten. Da sie beide gerne eine Beziehung haben möchten, aber lieber nicht miteinander, probieren sich Speed-Dating und normales Dating aus und treffen sich hinterher zum Lästern in einem Taco-Restaurant. Einen kleinen Wettbewerb machen sie auch draus. Wer sich als erster wieder verliebt und in einer Beziehung ist, bekommt einen signierten Baseball, Jack, oder eine Paris-Reise, Hallie. Über diesen Wettbewerb merken die beiden gar nicht, wie gut sie eigentlich zueinander passen würden. Ich fand die Dynamik zwischen Hallie und Jack richtig toll, musste außerdem bei den teilweise absurden Leuten, die zwei beim Daten treffen, sehr schmunzeln und fand auch die Gründe für das Verkrachen sehr plausibel. Es gab ein paar offene Tür-Sex-Szenen, aber die haben nicht überhand genommen und waren auch jeweils relativ kurz. Rundum, es hat mir echt gut gefallen und da mir erst nach dem Lesen aufgegangen ist, dass dies der zweite Band einer Reihe ist und Jacks Schwester in Band 1 verkuppelt wurde, die tauchte hier auch mehrfach wieder auf, werde ich wohl auch noch zu Mr. Wrong Number greifen. Von mir hierfür 4 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Meine Nana hat mich damals in einen Tanzkurs gezwungen. Nicht wahr. Wohl wahr. Er nahm sein Glas. 3 lange Jahre. Dann kannst du also, weiß nicht, Walzer? Er hob das Glas an den Mund. Ich walze wie nix. Dann könntest du mich also gegen die Wand tanzen? Fragte sie lachend. Und du würdest mich anflehen, nicht aufzuhören, Liebelein. Als der DJ schließlich alle zum Brauttanz auf die Tanzfläche bat, führte Jack sie auf das Parkett. Lieber Gott, du bist doch nicht etwa der Prinz aus dem Märchen? Fragte Hallie. Jack legte den Mund an ihr Ohr und flüsterte, doch, aber sag es bloß nicht weiter. Die Leute flippen aus bei Blaublütern. Ich kann schweigen wie ein Grab. Sie lachte und drückte seine Hand. Langsam merkte sie den Alkohol. Angeglimmert oder gar betrunken war sie nicht, bloß angenehm entspannt. So entspannt, dass sie sich zu sagen traute, wenn ich dir an unserem letzten Abend als Fake-Freund und Freundin was über Gefühle erzähle, versprichst du mir dann, dass du es ganz schnell wieder vergisst? Er gab keine Antwort, sondern sah sie nur an. Und seine warme Hand unten an ihrem Rücken kitzelte sie durch den Stoff. Nicht, dass es irgendwas ändert, fuhr sie fort. Glaub jetzt bloß nicht, ich stehe auf dich. Bleib ganz cool. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich fühle irgendwas. Was? Hat mit unserer Freundschaft nichts zu tun und ich will auch nicht... Sag das nochmal. Jack, alles hell. Ist nichts Wildes. Könnte bloß sein, dass da das ein oder andere Gefühl für dich ist. Aber nichts, was bis morgen mich wieder vergesst. Und da küsste er sie. Mitten auf dem Parkett, während die ganze Hochzeitsgesellschaft um sie herum zu einem Song über immer und ewig schwufte, legte Jack die Arme um ihre Taille und küsste sie, wie er sie noch nie geküsst hatte. Sie schlang die Arme um seinen Hals und legte den Kopf ganz leicht in den Nacken und hatte rein gar nichts dagegen, dass er sie hier förmlich vernaschte. Mitten auf der Tanzfläche, auf der Hochzeit ihrer Schwester. Sie wollte, er würde nie mehr aufhören. Hä? Murmelte er an ihren Lippen und versuchte nicht mehr mit dem Küssen aufzuhören, um etwas zu sagen. Seufzte sie. Du wirst heute Nacht sowas von genagelt, knurrte er.
woraufhin sie anfing zu lachen, und als sie die Augen aufschlug, guckte er sie wieder so an. Einen weiteren 12 für 2024 Titel habe ich diesen Monat erlöst, und zwar The Unhoneymooners von Christina Lauren, ist bei mir eingezogen im Everlove Verlag mit 368 Seiten aus dem Jahr 2023 und da waren alle möglichen Farben drauf. Ich habe es jetzt für Blau 7 eingetragen und hatte dazu eine sehr schöne Leserunde mit Becca. Olive und Ethan können sich nicht ausstehen. Nachdem Olives Zwillingsschwester Amy und Ethans Bruder Dane sich auf der Hochzeit einen hartnäckigen Magen-Darm-Virus einfangen, können sie ihre Flitterwochen auf Maui nicht mehr antreten. Aber Amy möchte die gewonnene Luxusreise nicht einfach so verfallen lassen. Und somit springen Ethan und Olive ein. Die zwei kabbeln sich die ganze Zeit, merken aber doch in ihrer Einbett-Suite, dass durchaus die Funken sprühen. Ich fand es amüsant und unterhaltsam und hatte eine gute Zeit beim Lesen. Alles ist allerdings sehr überspitzt beschrieben. Zu Beginn wird zum Beispiel erzählt, dass Amy immer Glück hat und wirklich alles rund um ihre Hochzeit in Preisausschreiben gewonnen hat, während Olive immer die Pechmarie war und aktuell Single, allein in einer winzigen Wohnung lebend und frisch gekündigt ist, nachdem sie als Kind in einem Automaten festgesteckt hat und sogar mal vom Blitz getroffen wurde. Das war mir da ein bisschen drüber. Auch mit weniger haarsträubenden Beispielen wäre mir klar gewesen, Olive gleich vom Pech verfolgt. Es gab aber ein paar wirklich witzig absurde Szenen, unter anderem als Olive und Ethan sich nach einem Tauchgang in einer winzigen Boottoilette umziehen sollen und dabei nackt und verkeilt ineinander auf dem Boden landen. Die zweite Hälfte des Buches wurde dann tiefgründiger, aber auch deutlich trauriger und hat seine Leichtigkeit eine Weile lang ziemlich eingebüßt, was sehr gut umgesetzt war, ich aber nicht unbedingt von so einem Buch erwartet hätte. Insgesamt hat es mir gut gefallen, wird aber leider nicht mein neues Lieblingsbuch oder Couple. Von mir hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich gelesen The Stories We Write von Olivia Dade. Das ist im KISS Verlag erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 494 Seiten aus dem Jahr 2022. Hab's aber via Libby gehört, und zwar von Argon Romance mit einer Laufzeit von 14 Stunden 21 Minuten, auch aus dem Jahr 2022, und hab's für Blau 1 eingesetzt. Gesprochen wurde es von Franka Böhm, die hat 28 Ergebnisse auf Audible, was ja nicht so viel ist, hat's aber echt gut gelesen. Sie hat eine relativ tiefe und reife Stimme, was mir gut gefallen hat. Klingt so ein bisschen wie Ulrike Stürzbecher. April schreibt in ihrer Freizeit Fanfiction zu ihrer Lieblingsserie Gods of the Gate. Als sie sich endlich traut, ein Cosplay-Foto zu veröffentlichen und es daraufhin Fatshaming hagelt, traut sie ihren Augen nicht, als der Hauptdarsteller der Serie, Marcus Caster Robb, mal ganz kurz, ganz schlimmer Name, ich musste immer an Castor Brauxel denken, sich öffentlich nicht nur auf ihre Seite schlägt, sondern auch noch ein Date mit ihr will. Die beiden treffen sich und lassen sich langsam mehr und mehr gegenseitig hinter ihre sorgsam gepflegten Fassaden schauen. Er kämpft mit seiner Legasthenie und den Problemen, die sie in der Beziehung zu seinen Akademikereltern hervorgerufen hat. Sie will sich mehr trauen und mehr aus ihrem Schneckenhaus kommen. Außerdem kennen sie sich tatsächlich schon über ihre Fanfiction, aber das darf Marcus niemals zugeben. Sonst wäre das ein riesiger Skandal und seine Karriere am Ende. Werden sie trotz Missverständnissen, Paparazzo und anderen Stolperstein ein glückliches Paar werden. Es war locker leicht geschrieben und hat auch eine kleine Sogwirkung entfaltet. Und es war interessant, April und Marcus zu folgen, wie sie Gefühle und Vertrauen füreinander entwickeln, sich nach und nach öffnen, aber immer wieder scheitern und persönlich wachsen müssen, um ihre Beziehung anzutreten. Übergeordnete Themen waren hier ganz offensichtlich Selbstbewusstsein und für sich selbst einstehen. Mir hat der Auftakt zu dieser Trilogie gut gefallen. Witzig war mal wieder, dass ich durch einen Zufall 2 Bücher mit übergewichtigen bzw. ein bisschen rundlicheren Protagonistinnen parallel gelesen habe, nämlich dieses hier und The Unhoneymooners. Hat mir ganz gut gefallen und besonders amüsant fand ich die Auszüge aus den Drehbüchern von Markus bisherigen schlechtesten Filmen, die waren großartig. Aber ja, insgesamt so okay, 3 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Zeitreisen für Fortgeschrittene aus der Emily Seymour-Reihe von Jennifer Alice Jager. Ist im Ravensburger Verlag erschienen, nämlich 2023 mit 472 Seiten. Das Ganze habe ich für Grün 1 eingesetzt und das war eine Leserunde mit Ramona. Ich hätte diese Reihe so gerne gut gefunden. Ich finde die Autorin nämlich wahnsinnig sympathisch und folge ihr unglaublich gerne auf Instagram, wo sie echt guten Content macht, also das nochmal als große Empfehlung. Ich hatte mir von der Reihe ein Abenteuer erwartet, aus irgendeinem Grund auch ein bisschen mehr so Detektivplot. Das war es aber so gar nicht. Und leider war für mich dieser Band auch deutlich schwächer als Band 1. Für mich war so vieles unlogisch. Ich hatte so viele Hä-Momente aufgrund von Logiklöchern. Da konnte es der Humor und die Dynamik zwischen den Charakteren leider auch nicht ausreißen. Mal ein Beispiel. Emily kehrt ins Elternhaus zurück, nachdem sie wochenlang verschwunden war und ihre Eltern bestehen darauf, dass sie erstmal gemeinsam Abend essen und stellen ihr keine einzige Frage, wo sie gewesen ist, was passiert ist und so weiter und so fort. Oder auch, jemand wird aus einer Gefangenschaft gerettet und anstatt schnell zuzusehen, Land zu gewinnen, wird sich seitenweise pubertär gekabbelt, was wohl lustig sein sollte, und in einer Besenkammer versteckt. Was mir auch nicht gut gefiel, die Protagonisten reisen hier durch Raumfalten über den gesamten Globus, aber ziemlich ohne Sinn und Verstand und ohne, dass wir als Leser uns auf die einzelnen Orte so richtig einstellen und sie kennenlernen konnten. Ein Zugangspunkt zu Raumfalten liegt beispielsweise auch in Sherlock Holmes Haus in der Baker Street in London. Dass man da aber Eintritt zahlen muss und nur zu Besucherzeiten reinkommt, wurde vielleicht nicht so richtig bedacht. Überwiegend plätschert die Handlung vor sich hin, um dann an einigen Stellen auf einmal überstürzt zu werden
Also auch das Pacing war verbesserungswürdig. Alles in allem hat es mir leider so gar nicht gefallen, aus den oben genannten Gründen. Und ich habe aktuell kein weiteres Buch von Jennifer Alice Jager auf dem Sub und würde auch leider erstmal kein neues kaufen. Aber auf Social Media bleibe ich ihr treu. Einmal noch zur Erinnerung, die grobe Handlung und das Setting. Es geht hier um Emily Seymour, die aus einer mächtigen Nekromantenfamilie stammt. Selbst aber immer glaubte, sie habe keine Fähigkeiten und sei nicht magiebegabt. In diesem Band muss sie eine große Verschwörung aufdecken und bekommt dabei Hilfe von ihrer besten Freundin und Hexe Santana, dem Sohn der verfeindeten Goodwin-Nekromantenfamilie und am Rande von einem Wächter des Tribunals, Seth Cadelis. Es war sehr auf lustig getrimmt und eignet sich gut für Kinder ab 10 Jahren, würde ich sagen. Es spielt zwar auch die erste große Liebe eine Rolle, aber da bleibt es bei keuschen Küssen. Ich würde aber sagen, wenn ihr ein Fantasybuch für junge Leser sucht, schaut lieber mal bei Dagmar Bach oder Kerstin Gier vorbei. Von mir hierfür einen Stern. Und so ging es auch weiter, ein bisschen mit Ansage. Die Göttin der Rache aus der Kingdom of the Wicked-Reihe von Kerry Maniscalco habe ich jetzt endlich zugegriffen. Das ist bei Piper erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 445 Seiten aus dem Jahr 2023 und habe es für Rot 4 eingesetzt. Es ist auch ein Reihentitel, denn das wollte ich dringend noch zu Ende lesen, damit ich es verkaufen kann. Kurz zur Erinnerung, worum es in der Reihe geht. Emilia, eine Hexe aus Sizilien, sind auf Rache. Ihre Zwillingsschwester wurde ermordet und alles deutet darauf hin, dass es einer der gefährlichen sieben Wicked war, den Höllenfürsten, vor denen die Großmutter immer gewarnt hat. Emilia ist so wütend wie noch nie zuvor in ihrem Leben und lockt damit den Zorn, Wrath, an. Was soll sie nun mit ihm machen? Wer hat ihre Schwester ermordet und in was war die vor ihrem Tod verstrickt? Emilia wird immer tiefer in einen Sumpf aus Lügen und dunkler Magie gezogen und muss einiges überdenken, was ihr früher anders beigebracht wurde. Band 3 war nicht so schlimm wie befürchtet. Das Buch ist allerdings eine 50-50-Mischung aus Sex- und Kriegs- bzw. Rätselszenen. Emilia ist einfach nur dauergeil und muss gefühlt auf jeder zweiten Seite ihre Beine zusammenpressen, um nicht in aller Öffentlichkeit über ihren Wrath herzufallen. Logik sucht man hier nach Band 2 auch vergebens. Es lässt sich vom Schreibstil her ganz gut weglesen, aber die Machtkämpfe in der Hölle mit einer neuen, für einige sicher unerwarteten Gegnerin, die für mich auch der Inbegriff der Unlogik war, fand ich persönlich ziemlich langweilig. Ich werde jetzt aber auf die Handlung nicht weiter eingehen, um nicht zu spoilern. Insgesamt kann ich die Reihe leider nicht empfehlen, obwohl Band 1 durchaus vielversprechend begann. Die Richtung, in die sich dann die Handlung aber entwickelte, fand ich furchtbar. Langweilig, übertrieben, Erotik fokussiert und voller Logiklöcher und nee, ist klar Momente. Auch hierfür von mir ein Stern. Der Monat ist aber noch gut ausgeklungen, unter anderem mit Firekeeper's Daughter von Angeline Bully. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen, mit einer Laufzeit von 14 Stunden 27 Minuten aus dem Jahr 2022 bereits. Ich habe das bei Ligretto für Rot 7 eingesetzt und es wurde gelesen von Jodie Alborn. Die hat 269 Ergebnisse auf Audible. Sie hat eine eher dunkle Stimme und liest eigentlich immer echt gut. Hier hat mich persönlich ziemlich gestört, dass die Stimme der Protagonistin kaum von der des Protagonisten zu unterscheiden war, weil sie beide recht dunkel angelegt hat. Dadurch wusste ich in manchen Unterhaltungen zwischendurch gar nicht mehr, wer da jetzt gerade was sagt. Dieses Buch hatte ich schon seit Erscheinen auf der Wunschliste und irgendwas hat mich dazu gebracht, es nun anzufragen. Ich dachte, ich hätte davon in einem meiner Lieblingspodcasts gehört, konnte aber in den Episodenbeschreibungen gar nichts mehr dazu finden. Da weiß ich nicht mehr genau, von wem dazu der Anstoß kam, beziehungsweise wie ich ausgerechnet jetzt, so 2 Jahre nach Erscheinen, auf den Gedanken kam. Glücklicherweise habe ich aber noch ein Rezensionsexemplar erhalten. Die Prämisse hört sich erstmal wild an. Es geht um eine 18-jährige junge Frau, die schon halb auf dem Sprung an die Uni ist, wo sie Medizin studieren möchte. Doch dann wird Dornis, so heißt sie, Zeugin eines Mordes, woraufhin sie vom FBI rekrutiert wird, um in ihrem Ojibwe-Reservat undercover zu ermitteln. Sie ist nämlich halb weiß, halb Native American. Dabei hatte sie zuvor mit dem netten Eishockeyspieler Jamie angebandelt. Nun wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Mir hat richtig gut gefallen, dass das hier ein, ich nenne es mal Fensterbuch war, das einem Einblicke in die Ojibwe-Kultur gibt. Dornis ist eine tolle Persönlichkeit. Sie ist eine starke und selbstbewusste junge Frau, die sich selbst und ihren Platz im Leben aber noch nicht so ganz gefunden hat. Sie selbst sieht sich als zwischen den Stühlen sitzend, was ihre Herkunft und Identität betrifft. Aber als Leserin merkt man schon, dass sie andererseits auch starke Wurzeln in ihrer Native American Community hat, die sie vielleicht selbst gar nicht so wahrnimmt. Außerdem war das Buch ja spannend und entwickelte sich eher in die Krimi-Thriller-Richtung. Es geht um eine Drogenbande im Reservat, durch deren Verschulden etliche Menschen zu Tode kommen. Aber wer steckt dahinter und wie tief wurzelt der Verrat an der Gemeinschaft? Dornis ermittelt undercover und was ihr dabei so widerfährt, ist stellenweise nichts für zart Beseitete. Besonders wie die Männer des Stammes mit ihr umspringen, ist teilweise widerlich und unglaublich. Eine Ermittlung, die einen mitnimmt, einem die Gebräuche der Ojibwe näher bringt und einen mitfiebern und rätseln lässt. Toll. Von mir hierfür 4 Sterne. Und hier gibt's einen kleinen Ausschnitt für euch. Ich schließe den Medizinschrank und gehe zu dem Tisch neben der Haustür. Grandma Pearls Birkenrindenkorb, der wie eine Heidelbeere aussieht. Die Öffnung ähnelt einer Krone. An jedem Zacken baumelt ein Kiefernzapfen. Ich nehme ein paar lose Tabakblätter heraus. Meine Füße berühren kalte Betonstufen und dann glattes, taufeuchtes Gras. Die Unebenheiten des Rasens erinnern mich daran, wie ich in meinen Mokassins getanzt habe.
Trommelschläge hallen von dem buckligen Boden zurück, meine Beine hinauf und in mein Herz. Gestern auf der Tribüne habe ich dieselbe Medizin gespürt. Ich halte den Sema in meiner linken Handfläche, die dem Herzen näher ist, und lasse ihn unter die Pappel fallen, an der ich jeden Tag beginne. Nachdem ich mich vorgestellt habe, gehe ich die 7 Großväter durch. Liebe, Respekt, Ehrlichkeit, Demut, Tapferkeit, Weisheit und Wahrheit. Welcher von ihnen wird gegen diesen unfassbaren Schmerz helfen? Ich kann es nicht sagen. Das letzte Buch, was ich gehört habe diesen Monat, war Let's Be Wild von Annabelle Steel und Nicole Böhm. Das ist eigentlich im MTB Verlag erschienen. Ich habe hier auch eine signierte Ausgabe von der Buchhandlung Graf mit 382 Seiten aus dem Jahr 2023. Ich habe es jetzt aber als Hörbuch aus der Bibliothek digital ausgeliehen. Hatte eine Laufzeit von 10 Stunden 39 Minuten von Harper Audio von 2023 auch. Und ich habe es bei Blau 9 eingesetzt. Gelesen wurde das Ganze von Pia Rona Sachse, 146 Ergebnisse auf Audible, Vincent Fallo, 59 Ergebnisse, Nina Carissima Schönrock, 35 Ergebnisse und Henrike Tönnes, 37 Ergebnisse. Die hörte sich am ältesten, dunkelsten an. Ein bisschen wie die Synchronstimme von Jodie Foster, fand ich. Es geht um 4 junge Menschen, die ihren Träumen in New York nachlaufen und die alle durch die renommierte Influencer-Agentur Greenwood & Steele miteinander verbunden sind. Shay ist die Nichte eines der Gründungsmitglieder und tritt einen Job als Junior-Projektmanagerin an, nur um am ersten Tag einen derben Fauxpas zu begehen. Ty, Shays bester Freund, ist aus seinem sicheren Job als ITler quasi geflohen, um Shay nach New York zu begleiten und als Assistent des Geschäftsführers unter seinen Qualifikationen zu arbeiten. Warum? Evie kommt aus Deutschland und soll eigentlich im heimischen Büro in der kleinen Firma ihrer Eltern unterstützen, doch sie möchte als Fotografin durchstarten. New York ist ihre einmalige Chance, ein aufregendes Leben zu führen und ihren Traum zu verwirklichen. Leider hat Evie kein Arbeitsvisum beantragt und dürfte eigentlich gar nichts verdienen. Und Ariana wurde frisch befördert, obwohl sie noch sehr jung ist. Ihre Beziehung zu ihrem Freund und ihren Eltern leidet darunter, wie viel Zeit und Energie sie in ihren Job steckt. Und das, obwohl ihr Bruder kürzlich Selbstmord begangen hat. Wird sie ihr Privat- und Arbeitsleben unter einen Hut bringen können? Es war echt gut geschrieben. Ich habe alle Emotionen durchlebt. Thematisch war es sehr nah an meinem Arbeitsalltag als Online-Marketing-Managerin. Da ich aber lieber lese, um der Realität zu entfliehen und mit 14 Jahren Berufserfahrung auch zum Glück bereits in einer ganz anderen Sicherheit angekommen bin, was meine Expertise betrifft, als diese Berufsanfänger konnte ich mich nicht mehr so ganz reinfinden in die Ängste, Nöte und Sorgen der 4. Es ist schon alles sehr dramatisch und somit auch ein bisschen anstrengend zu lesen. Für die 4 ist Arbeiten das Wichtigste und bei einem bestimmten Arbeitgeber anzufangen das Tollste überhaupt. Ich bin mittlerweile mehr in der Perspektive, dass Familie und Freunde oberste Priorität haben sollten und die Arbeit zwar idealerweise Spaß macht, einen fordert und tolle Erfolge feierbar sind, dass es aber nur einer von vielen Aspekten ist, der unserem Leben einen Sinn gibt. Daher ein tolles Buch, aber ich bin dem Thema vielleicht schon ein bisschen entwachsen. Das Buch hat mich auch in seinen Bann gezogen und ich wollte sehr gerne wissen, wie es mit Evie, Shay, Ty und Ari weitergeht. Die beiden letzteren sind ein wenig zu kurz gekommen und ich hoffe, dass sie im nächsten Buch mehr im Fokus stehen. Werde die Reihe also weiterlesen bzw. hören. Band 2 ist nämlich oft bei Libby verfügbar und Band 3 bereits vorbestellt. Von mir hierfür 4 Sterne. Was für ein Lesemonat. Ich habe insgesamt 10 Titel gelesen, 3 Bücher, 6 Hörbücher und ein E-Book. Insgesamt 4240 Seiten oder Minuten. Von den Lesevorhaben habe ich 2 Titel aus der 12 für 2024 Liste gelesen, nämlich Nullzeit von Julie C. und The Unhoneymooners von Christina Lauren. Außerdem habe ich eine Reihe zu Ende gelesen, nämlich Kingdom of the Wicked von Carrie Maniscalco, habe aber diesen Monat keinen Subsenior erlöst. Meine aktuelle Subhöhe beträgt bei den Büchern 158 ungelesene Bücher. Das sind insgesamt 9 mehr als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 7 abgebaut. Ich habe ja 3 gelesen und hatte auch 4 als Hörbücher erlöst, nämlich Lupus Noctis, Everlove, The Stories We Write und Let's Be Wild. Eingezogen sind aber insgesamt 16. Und zwar von der Bücherbüchse habe ich was vorbestellt, Check and Mate, Zug um Zug zur Liebe von Ellie Hazelwood, Die Burg von Ursula Poznanski, Hüte den Morgen von Bridget Camera, Hunting Prince Dracula von Carrie Maniscalco, Never a Hero von Vanessa Lenn, The Darkest Gold 5, Die Rebellen von Raven Kennedy, Für den Thron von Hannah Witten, He Who Drowned the World von Shelley Parker Chan, Cliffworth Academy 2 von Jennifer Wiley, Paper Thin Touch von Tara Keys und Lovelight Farms Blütenzauber von B.K. Borison. Außerdem hatte ich eine Sache bei Graf vorbestellt, nämlich Thief's Gambit von Kavian Lewis und ich habe bei der Chester Fandom ebenfalls noch eine Vorbestellung erhalten, die doch nicht erst im Juni kommt. Das ist die irgendwie so, ja, mal dorthin geschoben, mal dahin geschoben, aber jetzt kam sie doch schon. Dort war drin enthalten Things We Left Behind von Lucy Score, Dreamland Billionaires 3 von Lauren Asher und Sirens von Maike Voss, sowie Die Splitterklinge von Jennifer Estep.
Bei den Hörbüchern habe ich aktuell 70 ungehörte Hörbücher. Das ist insgesamt eins mehr als im Vormonat. Ich habe zwar 6 gehört, aber 7 hinzubekommen. 4 nämlich aus der Bibliothek temporär ausgeliehen. Lupus Noctis, Everlove, The Stories We Write und Let's Be Wild. Und ich habe auch 3 neue Rezensionsexemplare erhalten, nämlich Der Vertraute von Lee Bardugo, Actually Yours von Tessa Bailey und Funny Story von Emily Henry. Und bei den E-Books ist wiederum eins insgesamt abgebaut worden, weil ich eins gelesen habe. Da sind wir jetzt bei 94 ungelesenen E-Books. Insgesamt haben wir somit 322 ungelesene Hörbücher, Bücher und E-Books. Das sind insgesamt plus 9 wegen der Bücher sozusagen. Also Hörbücher und E-Books haben sich gegenseitig aufgehoben, die Entwicklung, und 9 wegen der Bücher mehr. Dazu muss ich allerdings auch sagen, dass ich im Mai aktuell nur 3 Bücher erwarte, die neu einziehen. Insofern hoffentlich möglich, da ein bisschen mal was abzubauen. Denn mit den 158 bin ich wieder da, wo ich auch im Januar und Februar war. Also wieder zurückgeschleudert zum Anfang des Jahres sozusagen. Das war mein Lesemonat April. Ich bin sehr gespannt, wie euer Lesemonat verlief. Schreibt es mir gerne auf meiner Website bücherreich.net oder auf Instagram unter dem Post. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuecherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buecherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.